Wir fahren ins Paradies. Dann zurück nach Queenstown, zum Lake Teanau in die Glühwürmchenhöhle. Eine Kreuzfahrt am Doubtful Sound und in den berühmten Milford Sound. Auf dem Weg nach Queenstown. Leider haben wir dort keinen Übernachtungsplatz bekommen und mussten erst noch mal 10 Kilometer weiterfahren. Heute mache ich den Mount Christen Loop, um hoffentlich eine schöne Aussicht zu haben. Die Brücke hat es beim letzten Hochwasser hier weggerissen und seltsam für Neuseeland noch nicht wieder repariert. Ein alter Goldsuchertunnel. Die haben hier 1,8 Millionen Kubikmeter Felsen ausgeräumt, um Gold zu finden. Oben angekommen. Ich hatte erst gedacht, es gibt keinen Ausblick, aber es gibt doch einen schönen Ausblick. Der einzige Platz, den wir in Queenstown bekommen haben, alles andere war ausgebucht. Queenstown gilt als die Abenteuerhauptstadt der Welt. Und hier haben wir gleich das erste, E-Sky. Über Windturbinen angetrieben schwebt man in der Luft. Alles ist möglich in Queenstown. Der berühmte Bungee-Sprung von der Kawarau-Brücke, Jetbootfahren, Wildwasser-Rafting, Mountainbiking. Annette und Michael fahren mit der Gondel auf den höchsten Berg von Queenstown. Und wie heißt der? Von da kann man mit dem Bungee-Jumping runtermachen. Sie sind für alle Arten von Spaß offen, die Neuseeländer. Der Blick auf Lake Wakatipu und Queenstown unter uns. Queenstown mit dem maorischen Namen Tahuna liegt auf 45 Grad südlicher Breite. Ein Rundblick über den See auf unserem Weg ins Paradies. Zwei Wanderinnen aus Deutschland, separat unterwegs, die haben wir aufgegabelt und jetzt schicken wir sie wieder los. Der Ausblick von unserem heutigen Stellplatz. Zur Ankunft gibt es einen Cider. Und Mückenspray. Weil die Annette meint, hier gibt es Mücken. In diesem Wald wurden einige Szenen von Herr der Ringe gedreht.
Da sehe ich auch gerade eine Elfe kommen. Ja, bestimmt. Den Bogen hat sie aber nicht dabei. Ich habe natürlich keine Elfe gesehen, sondern eine Elbe. Das ist hier nämlich Elbenland. Eine Fahrradtour entlang des Dart Rivers. Und fantastische Aussichten ringsherum. Ab und zu eine Flussdurchquerung. Oh, das schauen wir uns jetzt mal an. Der Nette wird, glaube ich, vorfahren, oder? Ja, easy, easy peasy. Die Annette, das ist eine Abenteurerin. Ja, was sagst du zu dieser gefährlichen Flussdurchfahrt? Total schön. Eigentlich habe ich mich ja drinnen gesehen. Kann nur was gut. Die Zuschauer eigentlich auch, aber hat nicht geklappt. Wieder eine Furt. Das ist jetzt schon unser Rückweg. Die andere war zu tief, das hätten wir nicht geschafft mit unseren Elektrobikes. Juhu! Heute Besuch von Anastasia, die hier so einen Trail gemacht hat. Wir haben heute eine Mitfahrerin, die Anastasia, die fährt mit uns bis nach Kingston. Genau. Wir sind im Südland. Südlichste Gebiet Neuseelands. Mit diesem Boot geht's heute in eine Glühwürmchenhöhle am Lake Te Anau. Bei herrlichem Wetter. Wir haben wieder Glück. Der Höhleneingang, das Höhlensystem ist 6,2 Kilometer lang, aber man kann leider nur die ersten 280 Meter laufen. Put your head. Da ist dann nämlich eine Sperre aus Wasser gibt. Wir gehen auf eine Overnight-Kreuzfahrt durch den Doubtful-Fjord. Jetzt habe ich's. Wir sind vorbereitet, Sachen sind gepackt, wie man sieht hier bei der Annette. Wetter ist einigermaßen okay. Zuallererst geht es mit dem kleinen Boot über den Lake
Manapouri. Dann eine Busfahrt über den Pass zum Doubtful Sound. Rettungsinsel ist vorhanden, kann also nichts schief gehen. Unterirdische Wasserkraftwerk. Wir fahren die Straße hier hoch, die wurde nur für das Elektrizitätswerk gebaut, um alles hierher zu schaffen. Hat keinen Anschluss zum Rest des Straßennetzes von Neuseeland. Und 120.000 Hektar ist dieses Naturreservat. Und 90% davon hat angeblich noch nie ein Mensch betreten. Der erste Blick in den Doubtful Sound. So, da oben sind wir runtergekommen. Und jetzt geht's auf die Wanderer. Unser Zuhause für eine Nacht. Schau gleich. Kuchen und Kaffee sofort abgelegt. Los geht's auf Kreuzfahrt. Der Weg in unsere Kabine. Ja, das ist unsere Kabine. Super. So hebst du die Beine. Herrlich. Mit Blick nach draußen. $10. Okay. Wir liegen vor Anker. Jetzt kann man mit dem Tenderboot fahren, man kann kajaken oder auch schwimmen gehen. Man sagt, das Wasser hat 15 Grad. Oh, ihr seid hart. Echt hart. Wir fahren ein bisschen mit dem Tenderboot durch die Gegend. Die Wanderer, mit der wir unterwegs sind. Not really good for sailing. They do serve some purpose around on the open coastline. Have we got a... Das ist eine Station der Lobsterfischer. Hier werden haufenweise Lobster gefangen. Die werden aber nicht hier verkauft, sondern die gehen nach China und werden hier per Helikopter abgeholt. Und die Fishermen kriegen fürs Kilo Lobster 100 New Zealand Dollar. Sprich so um die 57 Euro für ein Kilo. Ein Wasserfall, der direkt ins Wasser geht. So sollte ich das immer haben. Und jetzt habe ich es hier in den Fjordlands.
Annette bereitet sich vor gegen den Angriff der Sanfen. Gerade wecken um 7 Uhr, dann ging die Maschine an und schon ging's los. Leider heute auch alles bedrückt. Ja, so richtig gut geschlafen habe ich auch nicht, aber dafür habe ich heute schön geduscht heute Morgen und jetzt werde ich zum Frühstück gehen. Letzte Nacht hat es 50 mm geregnet. Im Durchschnitt fallen hier im Fjordland 7 Meter Regen pro Jahr. An einigen Stellen bis zu 13 Meter. Und diese Wasserfälle, die gibt es nur, wenn es regnet. Maschinen wurden ausgeschaltet. Es herrscht Ruhe. Bis auf das Geschnatter der Menschen. Der Brown Falls mit 828 Metern gehört zu den 10 höchsten Wasserfällen der Welt. Pünktlich bei Ankunft im Hafen regnet es. Wie war's? Schön, kurz und zu irgendwas musste ja der Regen gut sein. Die Wasserfälle waren schon atemberaubend, die waren richtig gut. Ja. Also hat sich gelohnt, ne? Hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Empfehle ich euch auch. Unsere ersten Kehr. Und die haben sie auch noch nie. Eine der größten Attraktionen im Fjordland ist der Milford Sound. Da er der einzige Fjord ist, den man mit dem Auto erreichen kann, dort geht es nun hin. Wie man sieht, sind wir am Mirror Lake, wir haben Spiegelsee. Was für ein Panorama. Musik.
kurz vorm Roma-Tunnel. Und dann geht's wahrscheinlich runter zum Milford. Das hier mal so anschaut, dann kann man glauben, dass es voll ist. Haha, hier werden Tausende von Touristen hergekarrt. Kommt dann natürlich auch ein Touristenboot nach dem anderen. Man könnte denken, wir sind am Flughafen. Nein, wir sind am Midpoint Sound beim Schiffsterminal. Und? Begeistert? Es ist so viel los. Das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Also das ist überhaupt nichts für uns. Wir haben auch jetzt hier nichts gebucht, keine Fahrt und nichts. Wir haben unsere Kreuzfahrt ja gemacht. Ja. Also. Das war's. Die Fahrt hierher war spektakulär. Und wir müssen auch zurück, weil um 18 Uhr wird der Tunnel geschlossen. Dann kommt man ja auch nicht mehr raus und darf hier aber nicht schlafen und auch hier nicht stehen. Also werden wir uns jetzt auf den Rückweg machen. Ja, es ist hier wie auf einem Flughafen. Wirklich. Also Menschenmassen, Menschenschlangen. Schön.